Genau so. Also wir haben dem Mann halt geholfen und also das Auto halt zu reparieren. Und was meinst du dazu? Also es hat Spaß gemacht und das, was wir in der Hand gehalten haben, war ziemlich schwer. Also ist dieser Beruf ziemlich anstrengend auch für euch? Ja, also sehr. Findest du das auch? Ja, das ist sehr anstrengend. Okay. Warum habt ihr euch denn überhaupt entschieden, hier als Kfz-Mechanikerin den Beruf mal auszuprobieren? Wir wollten sehen, wie schwer das für die Männer ist, hier zu arbeiten. Und warum wolltest du das ausprobieren? Also Frauen sind ja generell jetzt nicht hier und ich wollte mal so gucken, was die so alles so machen. Und könntest du dir auch vorstellen, das als deinen weiteren Beruf anzunehmen? Nein. Warum nicht? Es ist halt harte Arbeit, man muss viel stehen und viel tragen und so. Das habt ihr gut gemacht. Die schweren Sachen legen wir erstmal ab. Also ich durfte bei dem Erste-Hilfe-Kurs mitmachen. Ich musste eine Puppe so, also wie ich sie beleben kann wieder. Also wenn es in schweren Situationen ist, was man da machen muss, wie man da reagieren muss. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. Und da haben die Feuerwehrmänner auch sehr uns geholfen, was man da alles in richtigen Notfällen machen könnte. Ja, also ich habe mich ins Auto gesetzt und dann wurde mir so eine Halskrause umgelegt und eine Wirbelsäule ganz steif angelegt. Und also ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann wurde ich aus dem Auto rausgehoben und ja, es war ganz lustig. Also auf jeden Fall war es total interessant, vor allen Dingen als die Scharniere hinterher rausgebrochen sind und die Tür dann aufging. Also es war ziemlich laut und es war ziemlich chaotisch, aber es war schon ziemlich cool und interessant auf jeden Fall. Die Mädchen und Jungs waren am Girls' Day auch als Journalisten unterwegs. Ja, machen Sie zum ersten Mal beim Girls' Day mit? Nein, wir machen das schon seit vielen Jahren. Und warum machen Sie mit? Weil wir euch jungen Mädchen die Chance geben wollen, diesen Beruf mal kennenzulernen und euch vielleicht dafür entscheidet, ihn auch mal zu lernen. So, genau. Und Simone, erzähl ruhig was dabei. Erzähl ich noch mal, was du eh schon willst. Ja. Dass wir hier eine Sonderseite zum Girls' Day produzieren und dafür...